Ja, moin und herzlich willkommen zu einem neuen LS22 Video. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Ja, heute geht es um das Thema Wolleproduktion. Da möchte ich euch mal zeigen, was so da geht und was damit möglich ist. Ja, ganz zuerst, was braucht man natürlich, um Wolle zu bekommen? Wir brauchen auf jeden Fall Schafe. Ja, und die sind tatsächlich mit Gras oder mit Heu, sind sie tatsächlich super zufrieden. Die brauchen weder Wasser noch sonst irgendwas. Und ja, wie ihr sehen könnt, die Schafe haben schon so ein bisschen was an Wolle produziert, 2600 Liter knapp. Und ja, ich habe das jetzt schon mal so ein bisschen aufgeladen und ja, ich werde euch jetzt mal zeigen, was man mit der Wolle alles produzieren kann. So, ich habe mal die ein oder andere Produktion aufgeholt und ja, so, wir haben natürlich einmal die Spinnerei, da können wir aus der Wolle oder aus der Baumwolle können wir dann Stoff machen. Ja, bei der anderen Spinnerei oder bei der anderen Dinge ist das auch so. Das ist relativ egal, ob ich daraus oder ob ich aus der normalen Wolle aus der normalen Wolle Stoff mache oder aus Baumwolle, das ist beides das gleiche. Ja, anschließend kann ich dann aus dem Stoff, den ich dann aus der Spinnerei habe, kann ich dann Kleidung produzieren. Und es gibt tatsächlich zwei unterschiedliche Spinnereien. Ich weiß nicht unbedingt warum. Ich gehe mal einmal ins Baumenü und da auf den Reiter Produktion. Da haben wir dann bei Fabriken haben wir dann einmal hier die Spinnerei hier vorne. So sieht die aus. Sieht so ein bisschen aus wie so ein, ich hätte jetzt mal gesagt, Industriegebäude. Und dann haben wir tatsächlich hier hinten auch noch eine Spinnerei. Wo ist sie denn? Genau, die sieht dann ein bisschen anders aus, ein bisschen kleiner. Und ja, wie gesagt, Verkaufsstation für Wolle gibt es keine. Das heißt also, ich kann maximal das rein liefern, was in meine Spinnereien reingeht. Und wenn wir dann irgendwann durch sind und Stoff produziert haben, bringen wir das Ganze zur Schneiderei und machen dann aus dem Stoff, machen wir dann anschließend Kleidung. Und ja, die können wir dann auf jeden Fall sehr, sehr gewinnbringend verkaufen. Super praktisch, gerade Schafe sind einfach super entspannt, was die Produktion oder was das Versorgen angeht. Die sind einfach mit Gras happy und ja, besser geht es tatsächlich nicht. Sind meiner Meinung nach auch die Tiere, die am einfachsten zu versorgen sind. Weder Wasser, ich brauche also kein Dings kaufen, kein Fass kaufen oder was auch immer. Einfach nur Gras oder Heu rein. Ich mache meistens Heu, weil ich das sowieso auch für Kühe brauche. Ist das ein Abwasch sozusagen und aus dem, was ich für die Kühe brauche, habe ich dann die Schafe dann einfach mitversorgt. Und wo liefere ich dann die Wolle anschließend ab, wenn ich die fertig produziert habe? Ganz einfach, gehen wir wieder diese Triggerpunkte, da wo der gekippte Anhänger ist, wird das eingeladen, also überall da, wo dieses Anhängersymbol ist, da wird was reingeladen. Und es gibt noch so ein anderes Symbol, das ist wie so ein Fass, hätte ich jetzt mal gesagt, mit dem Pfeil. Da kommt was raus, also Anhänger kommt was rein und Fass kommt was raus. So, wie ihr sehen könnt, das wird jetzt schon automatisch verkauft. Ja, super easy, das heißt, ich brauche es nicht einladen. Was ich immer mache, wenn ich zum Beispiel Baumwolle habe, auf dem Baumwollfeld schmeiße ich dann da einfach hin die ganzen Ballen und die werden dann automatisch nach und nach verbraucht. Und super easy auf jeden Fall. Funktioniert ganz gut. Sehr, sehr entspannt diese Produktion. Also ich brauche da wirklich nicht viel für Ausgangsprodukt. Das ist entweder Baumwolle und der Baumwollernte, den kann ich auch mal einmal zeigen. Oder halt Schafe. Wo haben wir denn den Baumwollernter? Wo ist er denn hier? Wo ist er denn? Kartoffeltechnik, Bohrtraum, Baumwolltechnik, ach hier. Jo, so sieht die Kiste aus. Da kommt dann ein riesen Ballen raus, 20.000 Liter, der irre, ne? Da kippt fast der Radlader, wenn man den hochhebt mit der Silagegabel, kippt er fast mit um. Also der ist auf jeden Fall echt schwer. So, hier könnt ihr auch sehen, wird auch automatisch entladen. Ja, super einfach alles. Braucht mich nicht weiter darum kümmern. Und wie gesagt, wenn dann das fertig ist, wenn dann die Stoffe produziert sind, bringe ich es dann einfach wieder in diesen, in diesen Punkt hier und produziere aus den Stoffen eine Kleidung in der Schneiderei. Ja, dann will ich das Video auch nicht zu lang werden lassen. Wenn ihr noch irgendwelche anderen Fragen habt, schreibt einfach in die Kommentare. Ich helfe euch dann und dann würde ich sagen, sehen wir uns später im
LS22 Livestream. Heute mit dem oder heute auf dem Forst-Server unterwegs. Bis später. Macht's gut.